Gary Seidel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ja, schön. Zum einen vielen lieben Dank für diese nette Einladung. Lehnen Sie sich bitte nicht zurück, weil sonst fliegen Sie oben von diesem heurigen Bangel. Das wollte ich nur sagen. Ich habe mir natürlich etwas vorbereitet. Ganz klar, wenn man hier eingeladen ist. Ich muss es nur vorweg etwas loswerden, weil ich habe Sie jetzt beobachtet und lauter fröhliche Gesichter. Das gefällt mir. Das ist ganz selten ein Raum voller fröhlicher Gesichter und voller Pärchen. Schauen Sie sich um, lauter Pärchen und trotzdem fröhliche Gesichter. Ja. Oder ich frage die Frauen, ich frage mal, gibt es eine Frau im Raum, die sich jetzt trauen würde, aufzuzeigen und sagen, ich bin zwar mit einem Herrn da, der wir jetzt nicht wären. Ja, also ich denke, die Renate, zum Beispiel, nur ganz kurz, die Renate kennen wahrscheinlich die meisten nicht von Ihnen. Ja? Die hat mich zum Beispiel immer gefragt, ja, bin ich die Richtige für dich? Da gehe ich, was heißt jetzt wie jetzt richtig? Ne? Sagt sie, aber da gibt es doch überhaupt kein wie jetzt. Da gibt es doch nur ein Ja oder ein Nein. Da gehe ich, ja, mach mal, ne, Ding. Ne? War es eine Unfrage? Ne? Ich sage, ne. Da lässt man schon ein bisschen was liegen als Mann. Also da hat man schon eine Vergangenheit, bis man die richtige findet. Ne? Dabei mit der wäre das nie was geworden. Ich sage, die Renate, die war höchstgradig pedantisch. Kann sich kein Mensch vorstellen. Die hat die Schmutzwäsche spügelt, bevor sie es gewaschen hat. Solche Sachen. Krank, es war krank. Da haben wir gewohnt, vierter Stock, Dachgeschosswohnung, 6. Bezirk, Maria-Hilfer-Straße. Da hat sie 10 Minuten länger in die Wohnung gebraucht als ich, ja, weil sie jeder Partei die Tiertaken gerichtet hat. Ja, zu Weihnachten hat sie 5 Minuten dazugegeben, weil da hat das Kranzerl gelotet. Ja, das war völlig krankhaft. Ja. Habe ich gesagt, Schatzi, bitte bewirb dich für den Hausmeisterposten. Da machst du genau dasselbe und wir wohnen gratis. Ne? Du warst böse, die Frau Magister. Ne? Und nach der Renate, ich überlege es nur, wenn wir gerade mal Zeit haben für sowas, das ist nicht, sollte man mal machen, so Inventur. Nach der Renate. Doch ja, nach der Renate, war die Sigrid. Na, leider. Da waren es neidig, die Buben. Die Sigrid, das war ein Boxenloder. Da habe ich immer gesungen, aber Sigrid, die zarteste Versuchung, seit es Implantate gibt. Das waren Berge, war das. Berg, herrlich. Ja, herrlich. Leider aber die Almhütte unbewirtschaftet. Nicht jetzt aus der Almhütte war unbewirtschaftet. Jetzt hast du lang, haben wir nicht lang was zum Reden gehabt. Aber da brauchst du lang nichts anderes, wenn du es jetzt einmal gewöhnt bist. Ne? Nach der Sigrid, muss ich sagen, habe ich mich sehr einsam gefühlt. Ja. Und dann sage ich, weil, nur weil das noch abrunden, die große Angst, ich glaube, die größte Angst des Mannes ist es ja, die richtige zu finden. Weil dann hast du es, ne? Kannst nicht mehr schier werden. Ne? Und dann geht's los, mein Lieber, dann geht's erst los. Nicht, weil die innere Uhr der Frau tickt ja weit lauter, als wir das hören. Ne? Obwohl die Uli, meine Schwester, hat schon immer gesagt, ein Kind würde dir gut passen. Ja. Sag ich, eine Rolex würde mir auch gut passen. Ne? Kann ich mir aber nicht leisten. Und dann sagt sie, aber geh, hör doch auf, Kinder und Geld haben doch nichts miteinander zu tun. Ja, genau. Sag ich, ja, Schatzelein, nur Kinder ohne Geld werden nicht alt. Nur da hat sie eine Philosophie, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sagt sie, schickt der Herr ein Haserl, dann schickt er auch ein Graserl. No, da ist was dahinter. Ne? Sag ich, ja. Und mit diesem Graserl kannst du dich ganz genüsslich einrauchen. Während du die Herrschaften von der Fürsorge des Kindes in den Arm nehmen. Ne? Sag sie, aber irgendwo wirst du doch irgendwas finden. Sag ich, natürlich werde ich irgendwo irgendwas finden. Und zur Not finde ich mich einem AMS mit 300.000 anderen Halbmotivierte. Ne? Und warte, dass mich der Notstand ereilt. AMS, wissen Sie, was das bedeutet? Ha? Was das heißt? Arbeit mit dem Schmäh. Ich spiele Ihnen jetzt ein Lied vor.
Sie haben es verdient. Was auch immer das heißt. Ich begleite mich selbst. Aus Kostengründen. So, wer hat mir das da böswilligerweise? Achso, gerne. Muss ich mal aufpassen, hinter mir steht der Friseur. Wir hätten da für Sie einen Job als Maurer. Elektriker oder Installateur. Was ist mit dem gesucht wird, Fliesenleger? Naja, ich muss schon sagen, dass ich nicht gern dreckig wäre. Ah, gut, dann trage ich mir das ein in den Personalbogen und dann passiert Ihnen sowas kein zweites Mal. Es tut mir sehr leid. Büro sucht Aushilfskraft für Sekretärin. Bitte was? Erforderlich ein Hochschulstudium. Ein was? Jetzt sehe ich, Sie sind Handarbeitslehrerin. Ja, ja. Das ist egal, da schulen wir Sie um. Sie machen was? Das ist egal, da strecken wir Sie um. Ja, das ist verkehrt. Willkommen beim AMS. Wann wer von Ihnen verschlafen, kriegt er ein SMS. Willkommen beim AMS. Bitte kommen Sie, wann Sie Zeit haben, alles nur kein Stress. Willkommen beim AMS. Wir zahlen das. Sie haben ein volles Vorstrafenregister. Nein. Hier steht auch, Sie sind Alkoholiker. Er sagt mir. Schon sagen Sie mir, was Sie gern werden wollen, Herr Inspektor. Ich weiß schon. Ich wäre gerne Innenminister. Gut, dann trage ich mir das ein in den Personalbogen und so wie es ausschaut nach der nächsten Wahl, glaube ich, sind Sie sogar die erste Wahl. Willkommen beim AMS. Aus einem Querschnitt im Rollstuhl machen wir ein Stewardess. Willkommen beim AMS. Wann Sie nüchtern sind und gewaschen, dann begrüßen wir dies. Willkommen beim AMS. Schauen Sie dringend, das war nur schön, wann Sie wieder hakeln gehen. Willkommen beim AMS. Der Freund aus unserem Nachbarland passt besser in den Arbeitsgewand. Willkommen beim AMS. Wir zahlen das. Vielen Dank. Gerne, Seidel! Richtig! Danke.